Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Wir befinden uns im Augenblick immer noch bei The Bride, also der Braut an sich. Und hier muss ich noch einmal es schaffen, um die Plus-Version theoretisch craften können zu können. Noch ein Sieg, dann haben wir das. Ich habe hier auch mal... Achso, ja, ich weiß nicht, wem es auffällt. Erstmal wieder Kommando zurück. Hier oben am Level fällt es vielleicht auf, das hier ist mein eigentlicher PC-Charakter. Ich habe die Charaktere wieder getauscht. Auf dem PC ist jetzt wieder der PC-Charakter. Auf meinem Handy der Handy-Charakter. Ich werde natürlich das auch irgendwann mal wieder switchen und werde dann halt auch gucken, dass ich dann halt auch wieder schön viele Rüstungen gesammelt habe mit dem Handy-Char. Und ja... Was ich jetzt heute machen will, ist Folgendes, nämlich Platz schaffen. Ich habe hier eigentlich vor, jetzt ziemlich bald dann auch mal wieder die Resurrected Iron Guard in Auftrag zu geben. Aber kann das natürlich im Augenblick nicht. Gleiches Problem wie auf dem Handy-Charakter auch. Viel zu viel Rüstung, viel zu wenig Platz. Also, was machen wir? Wir fusionieren, was das Zeug hält. Und machen hier eine Fusionsfolge. Problem, was ich halt auch habe, ist halt tatsächlich... Gut, kann man behalten, sollte man behalten, sollte man gar nicht erst hochleveln, sollte man nicht hochleveln, sollte man nicht hochleveln, kann man behalten, sollte man irgendwann mal mit irgendwas, wie auch immer. Und so weiter. Also es ist wirklich das Problem, dass ich im Augenblick hier halt einiges an Rüstungen habe, die ich wegverfusen möchte. Und wir fangen wie immer erstmal mit den 2-Sterne-Rüstungen an. Da haben wir hier einmal die Classier Armor. Da gehen wir gleich mal gucken, was wir da noch an 2-Sterne-Rüstungen haben. Da könnten wir die Flowstone Battle Gear reinhauen. Hier sehen wir auch ganz schön, da haben wir auch die Flamestone Finery. Ist eine Rüstung, wo wir ja nicht herstellen können. Dementsprechend wird die uns viel Boni geben beim Fusionieren, beim Aufleveln der Rüstung. Aber wir nehmen jetzt hier erstmal den Flowstone Battle Gear und Charum. Ich habe gerade auf der anderen Seite, habe ich gerade wieder meine Lieblingsseite aufgemacht, wo die möglichen Fusionen drin stehen. Ah ja, das ist doch die Rockfeather Rope. Eine 3-Sterne-Rüstung und damit mit dieser 3-Sterne-Rüstung natürlich wieder die Möglichkeit, eventuell natürlich eine Epic zu bekommen. Praktisch gesehen kann ich nur immer wieder sagen, ich habe noch nie, auch nicht mal bei YouTube, ein Video gesehen, wo man aus einer 3-Sterne-Rüstung eine 5-Sterne-Rüstung und damit eine Epic macht. Aber gut. So, wir fusionieren das hier nochmal. Einfach nur, weil wir es können. Gucken mal, ob ne... auch wieder eine Rockfeather. Könnte jetzt schlimmer laufen, wäre aber auch was Besseres drin gewesen. Weil ich habe da ja auch schon 4-Sterne-Rüstungen rausbekommen. Gut. Dann gehen wir weiter zu den 3-Sterne-Rüstungen. Die 4-Sterne-Rüstungen lassen wir hier mal neben liegen. So, wir haben zweimal die Rockfeather Plus, zweimal Armor of Infernal Lord Plus und die Rockfeather Ropes normal haben wir 5-mal. Und dann die Dark Prince Royal Armor. Die passt ja in keine der beiden Rüstungen. Also wir gehen jetzt davon aus, die sind ja sozusagen die gleichen. Dann würde ich doch fast sagen, wir machen jeweils die Plus-Rüstung hier zusammen. In der Hoffnung, dass da halt tatsächlich eine Epic rauskommt. Ach, das ging jetzt aber gut. Und Epic, 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 Epic. Eine Epic! Nein, nicht wirklich. Aber... lustig aussehen tut sie, die Soul Shard Raymond. Eine Mystik-Rüstung. Das ist schon mal nicht schlecht, weil ich glaube, ich habe viel zu viel viel zu viel Feuerrüstung. Wie man jetzt hier auch wieder sieht. So, dann nehmen wir nochmal die Armor auf Infernal Lord. Und die Rockfeather Plus. Warum ich die Plus nehme? Ganz einfach. Da sind dann jeweils 2 Rüstungen weg. Das ist auch das ist eine 2-Sterne-Rüstung, oder? Ja, die Torch Flame Mantle. Die werden wir auch gleich wieder auf den Kopf hauen. Ja, auf jeden Fall, warum ich das mache, ich muss jetzt hier nicht mehr so viel blättern, ja.
Jetzt sind hier zwei Plätze weg und ich bin gleich wieder eins weiter. So. Torch Flame. Und mal gucken, was wir jetzt noch an zwei Sterne-Rüstungen haben. So. Warum ich die jetzt nehme, kann ich gar nicht sagen. Einfach weil ich gerne die nehmen möchte. Das ist jetzt eine Ein-Sterne-Rüstung. Das ist die Hydra. Genau, Hydra Hunter's Mail. Kann halt auch bei rauskommen. Ist halt jetzt so. Aber eine 4-Sterne-Rüstung plus hier zum Vercraften, das ist doch schon mal was. So, was können wir machen? Wir haben hier die Celestial Dragon Mail in plus. Die ist praktisch ja noch vom letzten Event. Da vielleicht die Mystik reinsetzen? In der Hoffnung, dass eine Dings rauskommt. Die Soul Shard Raymond. Die Dragonborn könnte ja theoretisch rauskommen. Und praktisch tut es das auch. Nein, Scherz. Das ist die Dings Death Shroud. Ja, Mystic Luft könnte schlimmer sein. Wasserluft. Das könnte ich eigentlich mal machen. Morax Blade Mail. Achso, nee. Dann Vesture of Quarian. Hätte ich gerne mal hier mit meiner Northerners Battle Gear. Drückt mir einfach mal die Daumen. Es gibt ja mittlerweile, wie nennt sie sich, die Luft-Wasser-Rüstung, die zu verfusionieren wäre. Diese nicht. Ich bin gerade wieder auf dem anderen Monitor und gucke mir gerade an, welche Rüstung ich überhaupt meine. Die Earthwardens Shroud wäre auch eine coole Sache. Kann ich aber nicht mehr von den Elementen her. Und die Demotius Robe wäre vielleicht auch noch eine gute Sache. Wie heißt sie denn? Oder gibt es die jetzt doch nicht mehr? Jetzt bin ich. Doch, die Snowstorm Plate Mail. Aber die gibt es gar nicht zu fusionieren. Da bin ich irgendwie auf dem Holzweg. Das ist ja schade. Schade. Mystic Wasser gibt es auch, glaube ich, ganz wenig. Nee, diese Fusion machen wir nicht. Diese Fusion führen wir nicht durch. Das ist echt ärgerlich. Aber was gibt's denn alles mit Wasser an Fusionen, die einigermaßen toll sind und auch was Gutes bei rauskommen kann? Eigentlich nichts. Davon viel. Ach, das ist jetzt ja irgendwie ärgerlich. Ich dachte, diese Snowstorm wäre fusionierbar. Ich glaube, es war die Snowstorm. Das ist ja echt ärgerlich. Ich bin mir sicher, da stand mal fusionierbar. Sandstorm wäre fusionierbar. Haben wir noch eine andere? Was ich ja krass finde, ich meine, der Blaystone Mantle, der ist jetzt nicht besonders toll in der Nicht-Plus-Version. Den hätte ich halt wirklich gerne von denen. Weil es ein Feuer-Rüstung ist. Ja, aber das ist echt ärgerlich. Mit Wasser haben wir fast nichts Gutes. Also wir haben natürlich den, wie heißt er? Den, der Handy-Charakter auch auf Plus hat, die Centurion Aegis. Aber das muss ja auch nicht sein. Den da jetzt doppelt droppen zu wollen. Ja, dann bleibt mir bei diesen ganzen Rüstungen eigentlich nicht mehr so viel Möglichkeiten. Hier haben wir Erde mit Mystik und Erde mit Luft. Da könnten wir doch was draus machen, weil da könnten theoretisch diese... Auf jeden Fall könnten da schöne Epics rauskommen. Guckt selber nach. Wie zum Beispiel diese hier. Nein, das ist doch diese Wurmschraut. Nee. Turtle Shell, wie auch immer. Okay, was haben wir noch? Ich freue mich schon wieder drauf, wenn das Event rum ist, dass ich dann auch Level 35 Rüstungen habe, die ich dann verfusionieren kann. Das wird auch nochmal lustig. So, dann machen wir hier doch nochmal das gleiche in Grün. Den hier. Und Erde. Und dann machen wir den Rocksteel Armor drauf. Und hoffen jetzt einfach mal auf eine Epic,
die keine Epic ist. Clouds King Finery. Na, eine Monoluft. Monoluft ist doch schon mal nicht schlecht. Da könnten wir jetzt noch was mit Erde gebrauchen. Zum Beispiel sie hier, wo Luft schon drin ist. Verdammt. Luft, Mystik, Wasser. Da könnten wir hier so eine Manticore-Vorgie zum Beispiel reinmachen. Oder hier die Pyro. In der Möglichkeit für die Dragonborn. Möglichkeit für Luftmystik war die Mortius Rope. Und Luftfeuer gibt es, glaube ich, auch irgendeine Möglichkeit. Die aber keiner haben will, glaube ich. Oh, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Nö, das ist die Soul Shard Raiment. Die hatten wir doch schon. Da gucken wir jetzt mal, was wir noch an Erde haben. Einiges. Dann nehmen wir die Total Shell und die Soul Shard und schauen mal, was da rauskommen kann. Nicht die Armor of the Bear oder of the Beast oder Mantle of the Beast, genau. Mystic Erde. Mystic Erde ist schon mal ein guter Ansatz, aber nicht wirklich gut. Mystic Erde mit Feuer. Mystik und Feuer war doch eigentlich eine gute Sache. Blood Ropes mit Erde, Mystik Erde und... Na komm, na komm, na komm. Dragonborn, Dragonborn. Blazeborn, wer will denn eine Blazeborn? Okay. Gut, das ist zumindest mal ein Grundstock. Also so kommt man halt auch irgendwann auf diese kleineren Epics und kann sich dann halt überlegen, da irgendwas drauf zu basteln. So, hier Wasser, Feuer, Mystik. Wieso nicht? Da tun wir jetzt hier doch gerade die Blazeborn rein. Die Einser. Oh, drückt mir die Daumen. Das wäre, also, wäre schon cool, noch eine Dragonborn zu bekommen. Aber nicht diesen komischen Mantel da, Dings da. Admirals Battleborn, ja. Den fand ich früher voll toll. Mittlerweile ärgert es mich, wenn ich ihn bekomme. Ach ja. Wicker Mantle ist hoch, ist hoch, ist hoch. Ab hier. Gut. Luft plus das ginge. Wasser plus das ginge. Wasser plus das ginge. Feuer plus das geht nicht. Gut, das hier mit Mono Wasser. Ach komm, was soll's. Ich will euch ja immerhin auch was bieten. Wow, ja. Nee. Nicht wow, ja. Flamehunters gab. Doch, genau die. Flamehunters gab. Den haben wir ja hier vorne noch stecken. Wo ist er da? Mit Level 70. Und irgendwie wollte ich eigentlich mit hier. Dann fiel mir irgendwann auf, verdammt, da ist ja Feuer mit drin. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den demnächst irgendwann mal auf den Kopf haue. Oder ob ich wirklich warte, bis sich da irgendwas Besseres ergibt. Also jetzt haben wir hier ganz viel mit Feuer. Was? Also ich könnte den hier zum Beispiel damit und den hier damit. Sehe ich das richtig? Jo. Also das hier mit dem hier. Na, drückt mir die Daumen. Ich meine, im Endeffekt wollen wir ja sowieso nur einfach Platz schaffen für die Rüstungen zum Craften. Deep Dragon Mail. Ja, das hat jetzt wundervoll funktioniert. Mehr ist es ja gar nicht. Und wir schlagen uns wacker. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was wir angefangen haben. Aber es ist nicht sehr weit. So. Da kann eigentlich nichts wirklich Tolles bei rauskommen. Die einzige Hoffnung wäre, dass man dann weiter verfusioniert. Dass hier praktisch Luft rauskommt, dass man Luft wieder hier vorne mit reinmacht, um dann hier die Sandstorm oder es gibt doch mittlerweile noch eine bessere Lufterde als die Sandstorm zu verfusionieren. Oder bin ich da auch schon wieder falsch informiert? Doch, die Cryptide War Gear.
wäre halt auch noch im Bereich des Möglichen. Ach, dann machen wir das doch, kommt. Was kostet die Welt? Nein, nicht den. Den Wicker Mantle, Vendor's Shroud wollte machen. So, und jetzt, noch eine Feuerwasserrüstung. Yeah. Wir sind so gut. Also ich bin so gut. Ihr guckt ja nur zu und denkt euch, was macht der Idiot da? Also hier haben wir jetzt überall Wasser mit drinne. Gucken nochmal bei den 35ern, aber ich wüsste jetzt nicht, dass sich da was geändert hat. Hier haben wir überall Feuer mit drin in den höheren. Und hier hätten wir auch eine Mystik, die ich natürlich verfusionieren möchte, aber gut. Ja, Houston, wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, welche Rüstung ich jetzt hochpowern soll. Weil im Endeffekt ich die hier eigentlich nicht hochpowern möchte. Die Aegis of Sky Majesty, die kann ich hier drüben mal gerade mal gucken. Weil die hat von den Höchstwerten, ist die auch eher eine der älteren und ist dementsprechend relativ schlecht. Die ist in der Quersumme, ist gerade mal bei 3092 in der Nicht-Plus-Version, ja. Da ist selbst die Plus-Version ist schon hart an der Grenze zum Behalten und Nicht-Behalten. Ja, wie soll ich sagen? Das ist ärgerlich, das ist echt ärgerlich. Da weiß ich echt nicht, was ich da machen soll. Da sind die normalen Epic-Boss-Rüstungen sind besser. Und die muss ich nur bis Level 70 bringen. Wäre halt jetzt echt die Frage, ob man hier die Voidborn Shroud vielleicht noch hoch macht, wobei die auch noch nicht mehr so gut ist. Und ansonsten haben wir hier eigentlich nichts. Ach, das ist echt ärgerlich. Jetzt muss ich irgendwie Rüstungen verheizen, weil ich es halt einfach kann. Wenn ich die Blazeborn Vanguard wenigstens noch ein bisschen hoch mache, um dann mit Level 36 zu verfusionieren. Oh Mann. Ach, was wir noch machen können, ist, wir können mal gucken, was wir hier an kleineren Rüstungen vielleicht haben, dass wir da was zusammenstellen. Hier hätten wir zum Beispiel eine Snake Skin, dann fusionieren wir hier einfach mal wild um uns. Hier habe ich ganz viele Windmonarch Robe. Wasser Mystic ergibt. Was ist ein Wasser Mystic? Ergibt den Wave. Oh, den können wir auch craften. Also nicht craften, sondern nur Dingsen. Wasser Mystic und Luft Mystic, aber davon habe ich halt auch nur noch 5. Dann machen wir die Sky Majesty doch noch weiter hoch. Einfach weil wir es können. Mystik haben wir gesagt. Luft haben wir gesagt. Oh Mann, irgendwie nervt mich das. Theoretisch können wir da auch eine 2-Sterne-Rüstung bekommen, klar. Aber da wir da Mystik mit drin haben, können wir das, glaube ich, auch wieder nicht mit irgendwas zusammenhauen. Mal grad. Nein, möchte ich nicht. Nerf. Genau, das wäre diese hier gewesen. Aber weil Luft mit drin ist, klappt es nicht. Und mit Wasser? Mit Wasser ginge. Wasser und Mystik. Warum tun wir denn nicht Wasser und Mystik miteinander verschmelzen? Wasser und Mystik. Wo sind sie denn? Da sind sie. Ja, hat ja wundervoll funktioniert. Also ich meine, ich finde es schon toll, dass da die Nicht-Buffable rauskommt, aber ich hätte halt viel lieber eine 2-Sterne-Rüstung gehabt, um dann noch mehr zu versuchen zu bekommen. So, was hat man gesagt? Wasser wollen wir mit drin haben. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen langwierig. Tut mir leid, ist halt so. Ich, ja, ihr seht, es ist schon Abend, ich bin auch langsam müde. Ich versuche mich auch nur krampfhaft wach zu halten, ob dieser wundervoll spannenden Folge von Knights and Dragons Drum. Nein, es gehört halt leider zum Alltag, dass
Knights and Dragons Spiels dazu, dass man auch solche Sachen macht, wo man die ganze Zeit nur am Klicken ist und am Machen und im Ton ist. Ich würde mir wünschen, dass es so Programme gibt, wo einfach für einen selber dann das Klicken übernehmen, so, also so Sachen gibt es auch, klar, aber wo dann halt auch so ein bisschen halbintelligent dann merken, wenn sie sich ins falsche Bild klicken oder, ja. Wobei es auch sowas bestimmt schon gibt, aber nicht für mich kleinen User. So, der letzte. Und wir sagten Wasser dazu. Wie wir oben sehen, hat es wundervoll viel gebracht. Wir haben jetzt fast keine Überfüllung mehr der Rüstung. Was jetzt natürlich voll Blödsinn ist, was ich da erzähle. Och, es gibt doch eine 2-Sterne-Rüstung. Klassier Armor. Sehr schön dann. Können wir die doch vielleicht noch verfusionieren? Können dann eine 4-Sterne-Rüstung rausbekommen. Und dann bekommen wir voll das Mighty, Epic, bla bla bla, was es eigentlich gar nicht zu verfusionieren gibt und nur durch einen Fehler sich genau bei mir einstellt. Okay, Rockfeather ist ja schon mal ganz schlecht. Rockfeather ist ja sowas von schlecht. Da kann man ja nicht so wirklich was fusionieren mit. Oh meine Nase. So, den will ich auf jeden Fall weg haben. Davon habe ich nämlich nur einen. Und da machen wir jetzt, na super, einen hiervon drauf. Na, das sieht doch schon mal toll aus. Das ist ein Level 2 Lightning Lord. Die habe ich allerdings schon. So, also was bauen wir jetzt hoch, hatten wir gesagt. Wir hatten gesagt, die Blazeborn Vanguard. Feuertechnisch sind wir ziemlich abgebrannt. Würde gern verbraten Luft und Wasser. Wobei wir im Augenblick gegen einen Wassergegner kämpfen, also nehmen wir die Luft. Sehe ich das richtig haben müsste. Na, die 17 reichen sowieso noch nicht, wenn wir die verbraten haben. Ach, ich ärgere mich irgendwie. Das wäre doch jetzt nicht zu viel verlangt, einfach mal eine tolle Epic, also toll ist übertrieben, aber nur eine annehmbare Epic zu bekommen. Das ist echt ärgerlich. Wenn ihr euch auch ärgert und mich unterstützen wollt, unten wird dann später im Video eine Spendenhotline eingeblendet, wo ihr für kleine arme Spieler von Knights and Dragons spenden könnt. Verdammt, Pointe versaut. Hä, wo ist er denn hin? Da ist er hin. Ja, das ist, wenn man redet und trotzdem nicht weiß, was man sagt. Ja, und wenn man dann noch gehen muss. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel davon mitbekommen. Ich hoffe, ihr habt auch kein, Bildmikrofon laufen und seht jetzt meine Mandeln, die es nicht mehr gibt. Ist voll Blut eigentlich. Ich fühle mich nur noch wie ein halber Mensch, seitdem meine Mandeln entfernt wurden. Ich Opfer. So oder so ähnlich. Naja. Ich weiß nicht, ob ihr das Pfeifen gehört habt. Es gibt tatsächlich Leute, die schreiben mir doch SMS. Finde ich voll toll. Manchmal schreibt mir jahrelang niemand. Und ja, da sind wir wieder beim Opfer. Ich armes Opfer. Warum gehe ich denn da immer raus? Es ist zum Brechen, echt. Ich will das jetzt hier mal... Ich glaube, ich breche das... Also von wegen Brechen, ich breche das dann auch bald mit euch ab. Weil dieses Rumgeklicke an sich ist natürlich schön. Und ich kann auch so ein bisschen dazu erzählen. Von einem Ferienlager oder so. Aber ich weiß nicht, ob das interessant ist, ob einige von euch dann nicht vielleicht sogar Gänsehaut bekommen, wenn ich vom Ferienlager anfange. Weil einmal im Ferienlager, das war ganz lustig, da waren wir alle Hobbits und mussten eine Glocke finden. Und dann wurden uns Aufgaben gestellt, wie zum Beispiel das Rätsel, was läuft am Anfang auf 4, später auf 2 und zum Schluss auf 3 Beinen. Und ich kann euch sagen, ich wusste die Lösung. Gut, ich kannte auch das Rätsel. Aber es ist keiner von meiner Gruppe drauf gekommen. Also nochmal an euch die Frage, was läuft am Anfang auf 4 Beinen, später auf 2 Beinen,
und zum Schluss auf drei Beinen. Soweit ich weiß, ist das eine Frage, die die Sphinx damals Odysseus, nicht Odysseus, Herakles, also Herkules, gestellt hat. Wenn ich mir da sicher bin, aber es könnte auch sein, dass ich da falsch liege. Auf jeden Fall, die Lösung ist, so, schreibt es bitte jetzt in die Comments. Wir warten noch ein bisschen, macht bitte Pause, während ihr schreibt. Nein, also die Lösung ist natürlich der Mensch, weil er am Anfang auf Vieren krabbelt, später auf zwei Beinen läuft und zum Schluss halt praktisch am Stock geht und dann halt praktisch noch ein drittes Bein benötigt. Fand ich jetzt nicht so das tolle Rätsel, weil ich das, wie gesagt, erstens schon kannte und zweitens, glaube ich, auch trotzdem beim ersten Mal drauf gekommen bin, wo ich irgendwie 10 war, wo ich das gehört habe, weil ich das einfach nicht so schwer fand. Naja. Aber wenn wir hier gerade beim Rätselraten sind, weil wir jetzt gerade so ein bisschen Zeit dafür haben, wir haben ja noch knapp 100 Rüstungen, die weg müssen, eigentlich 100 Rüstungen, die weg müssen. Ja, folgende Frage stellten Fischer, als sie nach Hause kam, oder folgendes Rätsel stellten Fischer, als sie nach Hause kam. Sie sagten, die wir fingen, warfen wir ins Meer. Die wir nicht fingen, behielten wir. Und jetzt seid ihr dran, jetzt dürft ihr mal überlegen. Nochmal das Rätsel. Fischer sagten, die wir fingen, warfen wir ins Meer. Die wir nicht fingen, behielten wir. Ist ein bisschen auch so um die Ecke gedacht. Wenn man die Lösung kennt, ist es ziemlich einfach. Die Frage ist natürlich, ist irgendwas Bestimmtes gemeint? Ist irgendwas übernatürlich? Also übernatürlich jetzt nicht, aber man muss halt so ein bisschen in alle Richtungen denken. Ich will jetzt auch nicht zu viele Tipps geben. Ihr kriegt von mir noch einmal das Rätsel und dann schauen wir mal. Also nochmal die Frage, was das sein könnte. Also die wir fingen, warfen wir ins Meer. Die wir nicht fingen, behielten wir. Es waren Fischer, so im damaligen Griechenland war es, glaube ich. Und ja, überlegt nochmal, ob ihr auf die Lösung kommt. So, Auflösung ist natürlich Läuse und Flöhe. Ich meine, damals war es einfach ganz normal, dass die meisten Menschen Läuse und Flöhe hatten. Und meistens sogar beides. Und natürlich haben die Fischer die sie gefangen haben, die sie irgendwie gekriegt haben, einfach über Bord ins Meer geworfen. Und die sie halt nicht gefangen haben, die nahmen sie wieder mit nach Hause. Die behielten sie halt, ja. Und jetzt, wo ihr es wisst, sagt ihr bestimmt, oh, ist ja eigentlich einfach. Ja, ist es natürlich auch. Aber gut. Dazu fällt mir wieder die nächste Geschichte ein. Ach, ich glaube, ich könnte heute diese Folge nenne ich bestimmt die Geschichten. Ja, Geschichte soll sich so zugetragen haben, dass Odysseus, sage ich schon, oh mein Gott, dass Kolumbus irgendwie bei einem großen Bankett saß und gefragt wurde, ja, was ist denn daran so toll, dass ihr Amerika, ich glaube, es war damals noch von Indien die Rede, dass ihr Indien entdeckt habt und bla 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 und dass ihr habt ja nichts Besonderes gemacht, die Erde war anscheinend tatsächlich rund und man konnte sie umsegeln, bla bla, Schwätz. Also im Endeffekt war jemand der Meinung, nur weil ihr das getan habt, gebührt euch keinen Respekt, sondern ihr habt halt das gemacht, was andere auch getan hätten. Aber ihr habt's halt einfach als erstes gemacht. Daraufhin hat Kolumbus, so sagt man, sich ein Ei bringen lassen, ein gekochtes, und sagte so, einfach war's, da habt ihr recht, aber nehmt mal dieses Ei und stellt es bitte hin, stellt es so hin, dass es nicht umfällt. Und dieser jemand probierte halt aus und meinte dann halt noch kurz und probieren, so unmöglich. Meinte Odysseus, seid ihr euch sicher? Ja, natürlich, ich kann das nicht hinstellen. Das rollt immer wieder zur Seite weg, ja. Das fällt immer wieder auf die Seite. Man kann das nicht hochkant stellen. Und also nicht ohne Hilfsmittel hochkant stellen, so rum. Und Kolumbus nahm sich dann das Ei und dotzte es leicht auf, sodass die Schale an der einen Seite kaputt war und stellte es hin. Meinte, seht ihr, ohne Hilfsmittel einfach hingestellt. Und es war total einfach, aber es musste ihnen erstmal jemand vormachen. Und das ist halt so immer so diese Sache, ja, bei diesen Rätseln und sowas, die sind natürlich alle einfach.
wenn es natürlich so ist, dass jemand einem, oder dass man die Lösung halt schon kennt, sie schon ersonnen hat oder wie auch immer man es sagen soll. Ja. Cool fand ich halt zum Beispiel auch damals dieses Rätselduell beim kleinen Hobbit, wo er dann praktisch mit Gollum in der Höhle sitzt und da sich so ein Rätselgefecht bietet. Und das fand ich eigentlich im Buch schon ziemlich klasse gemacht, weil, ja, wie soll ich sagen, also das, die hatten früher keine Kreuzworträtsel oder sonst was und sich Rätsel auszudenken, die andere Leute lösen müssen und überhaupt, ich weiß gar nicht, ob das da auch kam, von wegen, ich habe Flügel, kann nicht fliegen, hab keine Arme, hab keine Beine, kann aber trotzdem laufen. Und was ist das? Gut, ich habe jetzt ein bisschen zu viel rumgehadert und überhaupt, ich glaube, da gab es noch irgendwie ein Beispiel. Auf jeden Fall nochmal den Text. Also ich habe Flügel, kann aber nicht fliegen. Ich habe keine Beine, kann aber dennoch laufen. Und jetzt sollt ihr überlegen, was es sein könnte. Merkt ihr was? Ist also die Leute, die es nicht wissen, für die ist es vielleicht gar nicht so einfach. Es ist natürlich von der Nase die Rede, ja. Aber da muss man erstmal drauf kommen, dass die Nasenflügel gibt es ja. Und die Nase kann natürlich auch laufen, wenn da der Rotz rausläuft. Ich kann euch sagen, das ist ganz schön ärgerlich. Ja. Was gibt's noch zu sagen dazu? Also solche Fragen oder solche Quests sich ausdenken, oder nicht Quests, wäre übertrieben ausgedrückt, aber solche ja, praktisch Aufgaben sich auszudenken. Das ist schon eigentlich eine ziemlich krasse Sache, aber die hatten halt früher kein Internet, Fernseh, bla, schwätz, bla. Die mussten halt einfach sich so Sachen selber überlegen und halt auch selber dann drauf kommen, wenn der andere gefragt hat, ja. Naja. Ich mag ja zum Beispiel auch so Ballerspiele überhaupt nicht, aber Spiele, in denen dann so kleinere Rätsel drinne sind, wo man so ein bisschen nachdenken muss. Wenn man zu viel nachdenken muss, wenn man so gar nicht auf die Lösung kommt, da verliere ich auch sehr schnell den Spaß an einem Spiel. Beziehungsweise, wenn man eigentlich weiß, was die Lösung wäre und man macht es halt nur irgendwie nicht richtig oder auch was weiß ich, ja. Da haben sich viele Spiele schon bei mir halt unten durchgemogelt, weil das, sowas spiele ich dann halt auch nicht weiter oder zu Ende oder wie auch immer. Ja. Das bleibt dann im Schrank liegen oder ja, wandert halt irgendwann in die Mülltonne. So oder so ähnlich. So, Level 39, das könnte ja erstmal so bleiben. Haben wir noch irgendwas, was hochgelevelt werden könnte? Die Aegis of Skymayas, die... Monowasser. Monowasser hätte ich doch eigentlich hochmachen können und dann nochmal Wasser mit Feuer. Oder überhaupt irgendwie... Was haben wir denn? So, Wasser wollte ich ja aufheben für den... Was haben wir denn hier an Luft? Haben wir noch ein bisschen was? Das war jetzt natürlich ein bisschen ungeschickt. Feuer und Wasser könnten wir schön miteinander. Aber ist die Frage, was dabei rauskommen kann. Halt Feuer oder Wasser? Wobei, es könnte noch eine zweite Centurion-Aegis rauskommen, was ja dann wiederum nicht das Schlechteste wäre. Wobei halt auch nicht das Beste, weil habe ich ja schon. Ich bin sowieso mal gespannt. Irgendwie... Man müsste eigentlich von jeder größeren Epic mindestens zwei Stück haben, eher mehr. Wenn man sich wirklich breit aufstellen möchte und viele Möglichkeiten haben möchte. Wer hat denn schon so viele Rüstungen? Beziehungsweise die ganzen Rüstungsslots werden ja dann auch überfüllt. Naja. Denke ich, werde noch ein paar Rüstungen angreifen müssen. Hey, Level 35 geschafft. Oder? 35? Nee, 12. Hey, peinlich. Oh Mann. Nein. Möchte ich alle haben.
35 von den normalen, 4 von denen. Ach, ich weiß ja auch nicht. Ich bin mir irgendwie unschlüssig. Nehmen wir erstmal die noch. Ihr merkt, meine Konzentration lässt langsam nach, beziehungsweise ich muss mich mehr auf den Bildschirm konzentrieren, damit ich nicht einschlafe und fange dann auch an, weniger zu erzählen. Fange daraufhin an, nichts zu erzählen. Anfangen, nichts zu tun. Hat man dann was angefangen oder tut man dann nur nichts? Das ist natürlich ein teuflischer Standpunkt. Die hier nehmen wir auf jeden Fall. Ja, was gibt's sonst noch so für schöne Rätsel? Ach, wisst ihr was? Schreibt doch einfach mal in die Comments unten, wenn ihr lustige Rätsel. Was ich auch nett finde, sind halt so Sprüche, die einen beschäftigen. Ich hatte ja damals, als es diesen komischen Cthulhu gab, habe ich ja schon mal den Spruch gebracht, den ich eigentlich sehr, sehr nett fand von Cthulhu oder auch der Hexer. Nichts ist tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Bis dass der Tod die Zeit besiegt. So oder so ähnlich, umgekehrt, keine Ahnung. Aber so von der Idee her, voll der krasse Spruch eigentlich, so nach dem Motto, ja, kann ewig leben, liegt halt da und bewegt sich nicht und schläft wie tot, aber irgendwann wacht es wieder auf und dann hast du Probleme. Ach ja. Der Hexer ist übrigens eine sehr nette Bücherreihe. Das waren früher mal so kleinere Heftchen. Nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich da jetzt Werbung für mache, aber ich finde es halt an sich einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Okay. Na, Level 20. Ein bisschen können wir noch. Oh, guck mal da oben. Jetzt nach diesen 4 sind wir schon fast so weit. Ach, das ist ja cool. Jetzt haben wir natürlich alles weggefused und weggelevelt, was man irgendwie benutzen hätte können, um hier irgendwie weiterzukommen. So, jetzt sind wir 3 drunter. Jetzt verfusioniere ich noch eine. Und dann müsste man genau 4 drunter sein, dann kann ich wieder 4 Rüstungen in die Schmiede werfen. Also nicht in die Schmiede, sondern zum Schmieden anwerfen. Oh, das möchte ich aber auch gern noch verbessern. Eine vielleicht? Reicht da eine? Das kostet nur 2000. Weil dieses eine Level wird dann darüber entscheiden, ob man weiter runterstuft oder nicht. So, nur Wasser mit Level 35. Könnte ich hier mit reinmachen? Das mache ich auch. Ich denke, der Rest ist alles nicht wirklich möglich. Ja, möchte ich benutzen. Nur Wasser. Wasser. Level 24, na gut. Und verfusionieren. Auf, jetzt komm. Mach hin. Yippie-ya-yahu, yippie-ya-yay. Ruby Blade Mail, hm? Ja. Na, eine Mono-Feuerrüstung. Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Verdammt, ist das schlecht. Okay. Gut, ja, da wären wir wieder beim Thema. Auch bei mir klappt es nicht immer so, wie ich das gerne hätte. Ich bin gerade ein bisschen angesäuert, aber ist halt so. Wir machen die Resurrected Iron Guard und den Rockfeather. Auffällig ist auf jeden Fall, dass das sehr gut dann zu meinen hohen 35ern passt. Und ich dementsprechend dann die natürlich auch noch anheben werde, damit die dann auch da fertig werden. So, also mit den Fusionen, dass es da nicht alles verstopft. Diese ganzen 1000 Dinger da. So, okay, jetzt haben wir das erreicht, was wir wollten. Wir haben schon die Dingens angesetzt. Hier sind wir bei 9. Da kann ich jetzt, wenn die Aufnahme fertig ist, dann langsam mal anfangen, den letzten Kampf zu führen, damit ich dann genug Inkredenzien habe. Ja, ich hoffe, euer Halloween-Boss-Event funktioniert gut und ihr habt da Spaß dran.
Auch mal von mir der Hinweis, denkt dran, also diese Epic, die da angeboten wird, das ist eigentlich ja, Sache zum Verfusen. Nicht, dass ihr das hoch auf Level 99 macht und euch dann wundert, was er für Werte hat. Guckt da halt vorher mal nach. Gut, okay. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, nicht vergessen, schöne Sprüche oder schöne Anekdoten bitte unten in die Comments. Und ja, dann wünsche ich euch eine. Jetzt habe ich die Pointe versaut. Wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.